Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Episode geht es um das Node Grid Raster Key Switch oder D-Key Switches, also Tastaturkommandos, beziehungsweise auch so ein bisschen was über Septolen, Quintolen, Triolen und straighte Noten oder normale Noten. Aber legen wir doch einfach mal los. So, Bitwig hat ja hier so ein Raster hier und ich habe hier schon so ein bisschen rumgespielt und da kann man dann eben hier draufklicken, dann öffnet sich das Menü hier und dann kann man alle möglichen Zahlen auswählen. Man sieht dann auch schon, wie sich das Raster hier oben verändert und auch hier die einzelnen Linien sich ändern. Die sind gerade, wenn sie in den kleinen Bereich gehen, mit den etwas dunkelgrau auf hellgrauen Strichen sind mir persönlich ein bisschen zu kontrastarm. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr Kontrast hat, damit ich das besser sehe. Aber man sieht schön trotzdem, wie sich das hier verändert. Das heißt, ich kann einfach das Notenraster hier ändern und entsprechend auch in dem Detail-Editor drin. Und dann kann ich hier noch die Straight-Noten verändern. Das heißt, das sind die normalen, wenn ich hier einen 16. eingestellt habe, dann habe ich auch die 16, aber es gibt hier noch mehr Werte, die Triole, die Quintole und die Septole. Und das allererste, was wir jetzt einfach mal machen, ist, es geht nämlich um diese Tasten auf der Tastatur. Das ist eine deutsche Tastatur. Und es geht hier um dieses Komma, diesen Punkt und dieses Minus. So, und ich kann jetzt einfach, wenn ich das Fenster hier aktiviert habe, kann ich jetzt einfach mit Komma die Noten werden kleiner machen, also 32, 64 und so weiter. Mit dem Punkt kann ich die jetzt einfach wieder größer machen. Und mit dem Minus stelle ich die auf automatische Rastergröße ein. Das heißt, wenn ich hier jetzt reinzoome, dann verstellt sich der Wert hier automatisch. Wenn ich rauszoome, auch wieder. Wenn ich aus der Automatismus rausgehe, mit dem Punkt oder mit dem Komma das mache und das nicht mehr einstelle, verstellt sich das nicht mehr automatisch. Bis ich wieder die Minustaste gedrückt habe und dann habe ich wieder den Wert in der Zoomstufe, in der ich gerade bin. Also Komma ist einfach nur kleiner machen und Punkt ist größer machen und Minus ist quasi auf Zoom-Stufe automatisch anpassen. So, und jetzt kommen wir zu den Septolen oder den Quintolen oder den Triolen. Wenn ich jetzt hier mit dem mit Komma und Punkt arbeite, zum Beispiel, kann ich die Alt-Taste gedrückt halten und kann jetzt zum Beispiel die Komma-Taste drücken, wo normalerweise, wenn ich das ohne Alt-Taste hier mache, wird das hier kleiner. Wenn ich aber die Alt-Taste gedrückt halte und Komma drücke, dann kriege ich hier eine Septole, Quintole, Triole und wieder normal. Wenn ich das mit der Punkt-Taste mache, geht es in der anderen Richtung los. Triole, Quintole, Septole und wieder normal. So, bei diesen ganzen Triolen, Quintolen, wer sich damit überhaupt nicht auskennt, ich habe das hier jetzt mal zum Beispiel für Viertel, aber das ist bei allen im Endeffekt gleich. Das sind jetzt einfach hier unten Viertelnoten. Ich habe hier ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel, vier Viertel. So, und da sind die auch hier drunten. Wenn ich jetzt eine Triole, und das ist diese Zeile hier, einzeichne, dann habe ich für zwei Noten, die ich hier habe, werden drei Noten eingezeichnet. Das ist eine Triole, drei. Ne? Statt zwei Notenwerte gebe ich hier drei Notenwerte ein. Das wiederholt sich dann. Bei der Quintole, die hier ist, gilt ein bisschen ein anderer Modus. Nämlich bei der Quintole ist es so, dass es für drei, vier oder sechs Noten gilt. Das heißt, nehme ich jetzt zum Beispiel 3, 4 oder 6, da habe ich hier jetzt 4 Noten hintereinander. Und jetzt zähle ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Statt 4 Noten habe ich jetzt 5 Noten. Könnte das natürlich auch nochmal ein bisschen anders zeichnen. Bei der Septole habe ich wieder ein bisschen anderer Modus operandi. Das sind dann für 6 oder 8 Noten gleicher Form. Beziehungsweise dann auch wieder hier unten vier Noten. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der Septole. Und
Das kann ich dann einfach hier mit dem, wenn ihr mal den Raster hier anguckt, bei dem Viertel, ich halte wieder die Alt-Taste gedrückt, dann drücke ich jetzt die Punkt-Taste, dann geht es hier mit den Triolen los und dann seht ihr, dass die Triolen, das ist jetzt diese Zeile hier, mit dem Raster übereinstimmen. Wenn ich jetzt hier hingehe und wieder Alt und Punkt drücke, komme ich zu den Quintolen und dann sieht man schön hier, sind die Quintolen, die Begrenzung, das heißt, ich kann die wunderbar einzeichnen. Und jetzt halte ich die Alt-Taste nochmal gedrückt und die Punkt-Taste, dann habe ich die Septolen und dann habe ich die Markierung einfach hier. Und das heißt, ich kann die einfach in unterschiedlicher Art und Weise anordnen und das geht natürlich auch mit Achteln oder auch mit Sechzehnteln. Das ist halt dann einfach nur das Raster kleiner im Endeffekt. So, das war's an der Stelle schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn diesmal kein Sound mit dabei ist und ihr habt so ein bisschen einen kleinen Tipp gekriegt für die Tastenkombination Komma, Punkt und Minus und die Alt-Taste noch dazu gedrückt. Das benutze ich sehr, sehr häufig, um einfach umzuschalten. Bei mir persönlich ist der Griff hier drauf, hier oben umzustellen, ein bisschen zu umständlich. Ich hoffe, dass Bitwig das hier mit dem macht, dass man mit dem Mausrad drüber kann oder dass man das irgendwie so rüberschieben kann oder irgendwie sowas in die Richtung machen kann, damit das ein bisschen schneller geht. Aber mit den Tastaturkommandos geht das auch. Ich würde euch noch gerne um eine kleine Sache bitten, nämlich genau das. Und damit wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.